Erfurt im Mai 1991. Die Rot-Weißen von Trainer Lothar Kurpiewald feiern mit ihren Fans einen in der Clubhistorie einmaligen Erfolg. Direkteinzug in die zweite Bundesliga und erstmalige Qualifikation für den Europapokal. Und das war natürlich sensationell für uns, ja, dass wir das dort in diesen Bereichen mitgewirkt haben. Bei der Medaillenübergabe für den dritten Meisterschaftsplatz fehlt einer der Erfurter Helden. Thomas Vogel, ein wuchtiger Angreifer, schussstark und torgefährlich, schwänzt die Zeremonie, allerdings unfreiwillig. Ich war in den Fans irgendwo verschwunden auf dem Platz und da ich das eh nie gekannt habe, dass man dann Medaillen kriegt, da haben sie mir nachher zum Schluss, wo die dann, sag ich mal, nach der Überreichung dort hier, die haben sie mir noch nachgegeben. Auf der Suche nach den Ursachen des rot-weißen Höhenfluges landet man bei Lothar Kurpiewald. Der Trainer war im Herbst 89 in Jena gefeuert worden und sollte plötzlich Soldat werden. Ich war 38 Jahre alt und hatte das noch nicht geschafft, zur Volksarmee zu gehen und hatte die Einberufung schon in der Tasche. Habe dort einen dermaßen verständnisvollen Arzt vorgefunden, der mir gesagt hat, da will man aber nichts Gutes mit Ihnen. Ich sage, ja, das Gefühl habe ich auch, aber was soll ich machen? Also, und da sagt er, ja gut, dann schreibe ich Sie halt untauglich. Das hat er gemacht. So landet Kurpiewald in Erfurt und soll im Frühjahr 1990 mit Assistent Rüdiger Schnupphase an seiner Seite die akute Abstiegsgefahr der Rot-Weißen bannen. Also sag mal so, Saft hatten wir ja, ne? Ja. Aber es ging halt spielerisch nichts. Und der hat dann nachher, wo der kam, da waren wir dann halt auch locker, ne? Der hat da ein bisschen auch Spaß reingebracht. Ja, okay. Und mit dem Schnupphase zusammen, das war ein gutes Team. Okay. Am Ende entscheidet ein einziger Punkt. Kurpiewald schafft mit seiner Truppe den Klassenerhalt und holt für die Alles-oder-Nichts-Saison neues Personal. Nicht nur optisch besonders auffällig, Peter Diestel, der ungarische WM-Torhüter von 1986. Am Anfang hatten wir ja Angst vor dem, der da immer so grimmig geguckt hat. Ja, das sah aus wie so ein Grizzly, das sah aus also wie, boah, lasst mich ja in Ruhe. Ich war immer so und ich bleibe immer so. Was war Peter für ein Typ? Ja. Wenn du ihn im Training siehst, hast du gesagt, das ist nie und nimmer ein Sportler. Ja, war völlig untalentiert. Dieser völlig untalentierte Keeper wird zum großen Rückhalt der Erfurter Elf. Ein sehr ruhiger, ausgeglichener Mensch, also sehr, sehr angenehm mit ihm zu arbeiten. Erfurt gelingt ein Raketenstart in die Saison. Nach 3 Spieltagen ist das vermeintliche Kellerkind sogar Tabellenführer. Doch die Bundesliga ist für die Außenseiter noch weit entfernt. Es war so ein Start Null, kann man sagen. Und wir haben uns in der Rolle da pudelwohl gefühlt. Ja, wir wollen vorsichtig sein. Auf alle Fälle ist es natürlich so, dass dieser Start natürlich von keinem erwartet wurde. Selbst von uns nicht, glaube ich. Und irgendwo macht er uns Mut, diese fast unlösbare Aufgabe anzugehen. Und ich hoffe, dass wir nervenstark genug sein werden, das auch durchzustehen. Der Auswärtssieg in Halle hat für die Rot-Weißen ein bizarres Nachspiel. Carsten Sänger war beim 2:1-Erfolg zur Dopingprobe ausgelost worden, doch der Libero hat ein echtes Problem. Das Glas bleibt fast leer. Schiedsrichter Esbach ist in der Nähe und hilft. Die Probe ist positiv. Der Unparteiische hatte ein Schmerzmittel genommen. Der Vorgang wird zum Skandal. Sänger soll lebenslang gesperrt werden. Tage später fliegt Thomas Vogel vom Platz. Das Urteil für ihn: 8 Spiele Zwangspause. Die Rot-Weißen fühlen sich betrogen. Ein Staranwalt aus dem Westen erwirkt mildernde Umstände. Carsten hat, glaube ich, 4 Spieltage gekriegt, ich 2, was eigentlich auch dementsprechend gerecht war. Und das war im Prinzip so ein Signal, wo wir im Prinzip gesagt haben, mein Gott, jetzt sind wir aber wirklich da von der Schippe gesprungen und jetzt müssen wir uns da ein bisschen zusammenreißen. Ja, und hat dann nachher uns dann bestätigt, dass wir da auch eine Riesensaison gespielt haben. Ja. Wir waren auf Augenhöhe mit Dresden, mit Chemnitz, ja, mit Hans Meyer als Trainer. Das war doch für uns sensationell, für Rot-Weiß Erfurt allemal.